einen kleinen Film, den wir Ihnen jetzt zeigen wollen. Die Fliegerei ist uns beschäftigt. Schön, das Licht. Sie wissen vielleicht, meine Damen und Herren, dass wir ja in diesen Tagen ein großes Jubiläum feiern. 60 Jahre Deutsche Lufthansa, aber auch wir Deutschen waren es, Made in Germany, des Grüßen in diesem Fall, die das erste Flugzeug in den Zivildienst gestellt haben. Zum Thema Fliegen kriegen wir jetzt Informationen aus erster Hand. Wir begrüßen den Flugkapitän der Deutschen Lufthansa, Klaus Wallendi. Guten Abend. Herr Wallendi, zunächst mal die Frage, was ist Ihr Arbeitsgeschirr? Auf welchem Flugzeug fliegen Sie? Das Geschirr haben Sie gerade mit Tischtennisschlägern eingewunken. Die Boeing 727, der elegante Vogel mit den drei Triebwerken hinten. Sie kennen ihn vielleicht alle als unseren Europajet. Europajet, ja. Gibt es für Sie jetzt ein spontanes Ja, wenn ich Sie frage, hat ein Flugkapitän einen Traumberuf? Einen Traumberuf? Ja. Haben Sie einen Traumberuf? Also das wird eng. Manchmal ja, manchmal überhaupt nicht. Ich halte mir da so selbst die Waage. Ich glaube, so ist es bei mir auch. Bei Ihnen ist es auch ja. So aber Wallendi, bekommen wir das möglichst kurz in den Griff? 60 Jahre Lufthansa, Sie waren damals nicht dabei, aber vielleicht irgendwelche anderen, die Sie kennen. Wie begann alles? Wie groß war damals diese Firma? Wie viele Mühlen, etwas salopp formuliert, flogen für die Lufthansa und heute? Mühlen, übersetze ich vielleicht für unser Publikum, sind Flugzeuge, aber das verstehe ich. Die Sprache der Jugend. Wann ging das alles los mit uns, mit der deutschen Lufthansa? Das war vor 60 Jahren, wie Sie sagten, als sich am 6. Januar 1926 zwei deutsche Fluggesellschaften, die Aeroleut AG und die Junkers Luftverkehr AG, zusammenschlossen zu einer Gesellschaft. Die Ehe kam ein bisschen mit äußerem Druck zustande seitens des Staates, muss man sagen, aber ging blendend, wie man ja heute weiß, und war außerordentlich fruchtbar. Übrigens, diese neu entstandene, nun große deutsche Fluggesellschaft Lufthansa, damals noch in zwei getrennten Worten geschrieben, zu nennen, kam vom Junkers Pressechef Fischer von Turzin. Junkers ist für diejenigen unter Ihnen, die großes Interesse am Fliegen haben, so ein magisches Wort. JU, Junkers, die gute alte U-52, die ja, so hört man in diesen Tagen, wieder flott gemacht werden soll. Warum eigentlich? Da ist sie im Bild übrigens. Da sehen wir sie. Aus Gründen der Tradition, würde ich sagen. Ja. Ein Großteil der Lufthansa-Geschichte verbindet uns mit diesem Flugzeug. Und wir haben aus Anlass des 60-jährigen Jubiläums eine dieser alten Vögel, wie würden Sie sagen? Flott gemacht wieder. Statt Vögel, Ihr Wort war? Mühle. Mühlen. Mühle, ja, ich will genau. In Ihren Worten sprechen, dass wir verstanden werden. Eine dieser alten Mühlen erworben auf dem Markt. Und unsere Mechaniker haben in sehr mühevoller Kleinarbeit den Vogel flott gemacht, Herr Wallendi, wie Sie sagen. Gibt es, fliegt übrigens schon wieder. Er fliegt wieder. Hat gibt es aus der großen Erfahrung, die Sie als Flugkapitän haben, Sie waren weltweit unterwegs, sind weltweit unterwegs, ein Erlebnis, an das Sie gerne zurückdenken? Also sicherlich keine Horrorgeschichten oder was ganz Prickelndes so zwischen Himmel und Erde, was mancher erwarten mag. Dafür ist die Fliegerei zum Glück, muss ich sagen, viel zu sicher geworden. Aber kleine Geschichten am Rande in großer Zahl. Wenn man mit der Feder etwas geschickter umgehen könnte, als ich das kann, könnte man Bücher damit füllen. Ich denke vielleicht an eine Sache. Können Sie sich vorstellen, dass ein Affe es verhindert, dass wir starten können? Ein so kleines Kerlchen. Wir wollten vor ca. 15 Jahren mit einem Frachtflugzeug nach Anchorage fliegen. Und die Maschine, eine Boeing 707, war irgendwoher mit Tieren beladen, angereist nach Frankfurt. Und ein solch kleiner Affe hat sich aus dem Käfig befreit und tanzte nun irgendwo in der Cargo-Abteilung zwischen Außenhaut und Verkleidung umher. Wir konnten ihn natürlich nicht mitnehmen. Da knabbert dann Kabel an und das ist unangenehm auf einem 9-stündigen Flug. Ein Mechaniker von uns war sehr geistesgegenwärtig, zog sich Handschuhe an und nahm, na was wohl, eine Banane und ging auf Jagd. War ein tolles Schauspiel. Nach 10 Minuten, der Affe war hungrig, hat der Affe angebissen und er hat ihn fest in Händen. Und dann kam
der Tierexperte des Flughafens von Frankfurt mit einem großen Netz. Der Affe wurde hineingetan, das Netz blitzschnell zugezogen, aber das Netz hatte unten ein Loch. Aha. Nach 1,5 Stunden konnten wir schließlich gen Anchorage reisen. Was lernen wir daraus? Wenn die Lufthansa Verspätung hat, ist meistens ein Affe dran schuld. Kann man sagen, ja. Herr Valenti, Sie bleiben bitte unser Gast. Ich möchte Ihnen jetzt, liebe Kandidaten, eine Frage stellen. Und er ist nur wirklich prädestiniert, um mitzuentscheiden, ist es richtig, ist es falsch. Irgendwann zeigen wir, glaube ich, einen Jumbojet. Wie viel Räder hat ein Jumbojet? Ich gebe Ihnen 3 mögliche Antworten. Aber erst drücken, wenn Sie glauben, es zu wissen. Hat ein Jumbo 12, 18 oder 24 Räder? 24. Dieter, 24 ist verkehrt. Leider Dieter. Nein. Inge, Sie können doch, ja? 8. 18 meinst du, ne? 18, ja. Natürlich. 18, jawohl. Damit 100 Punkte für Kandidatin 3 und Gleichstand jetzt zwischen Inge und zwischen Dieter. Ich möchte Ihnen jetzt, liebe Kandidaten, 3 Filme zeigen. Und da geht es wieder um die Wertung. Herr Valenti bleibt hier, weil ihn das auch interessiert. 3 Filme rund um die Fliegerei. Erst gucken, hören, was Carlo sagt, dann drücken. Hier kommt der erste Film. Ja, wirklich atemberaubende Szenen. Jetzt, liebe Kandidaten, das Fingerchen auf den Knopf. Ich frage nicht nach dem Titel, nicht, dass ihr glaubt, dass ich das tue. Ich möchte gerne von euch wissen, wer war der Hauptdarsteller, der auch im privaten Beruf einen Pilotenschein besitzt? Heinz Rühmann. Heinz Rühmann. Dieter, jawohl. Dieter zieht ja an hier. 400 Punkte für Dieter. Und wir bleiben noch zweimal bei der Fliegerei und haben noch eine Menge Überraschungen für Sie, meine Damen und Herren, bereit. Hier kommt also nun der zweite Film. Nicht kann. Dann nur zeigen Sie mal her. Nummer 1, hinsetzen. Losfahren! Maschine! Rein! Vorsicht, ein Gitter! Jetzt die Frage, ich sehe schon die Finger auf den grünen Knöpfen. Wie heißt dieser Film? Ja, Inge? Eben gerade hatte ich es noch. Ja, überlegen ganz schnell. Die ist schon mal richtig. Die tollkühnen Männer in ihrer fliegenden Kiste. Jawohl, ja. Richtig. 100 Punkte für Kandidatin Nummer 1 für Inge. Meine Damen und Herren, ich möchte den dritten Film einfach nur so anmoderieren. Kennen Sie diesen jungen Mann, den wir jetzt zeigen? Ich habe eine wichtige Mitteilung zu machen. Silvia, ich liebe dich already. Otto! Du, da vorne ist schon Rio. Setz dich schnell hin. Das soll Rio sein. Das hatte ich mir viel größer vorgestellt. Das ist doch nie im Leben Rio de Janeiro. Ha, ha, ha.
Er ist ein Verrückter, Otto. Die Frage an Sie lautet jetzt, und sie ist nicht einfach, man kann sich irren. Ist es praktisch möglich, dass ein Jumbo auf einem Flugzeugträger landet? Nicht drücken, ich frage Sie einzeln ab. Inge, was meinen Sie? Ja. Sie sagen ja. Ja. Dieter? Nein. Dieter sagt nein. Ja, ich glaube es auch. Zweimal ja. Nein, Entschuldigung, einmal nein. Das ist logischerweise nicht möglich. Dieter, ein Punkt, Kandidat Nummer zwei. Aha. Das ist also jetzt der letzte Stand. Lieber Wellendi, ich habe jetzt eine Bitte an Sie, wenn Sie sich in die Dekoration nach dort begeben. Denn ich habe Ihnen, meine Damen und Herren, etwas mitzuteilen, was vielleicht gar nicht so uninteressant ist für Sie. Die deutsche Lufthansa sucht 1400 Stewardessen. Das sei Ihnen einfach mal so gesagt, 1400. Und wir haben einen Spielblock vorbereitet, da geht es um Stewardessen. Oh, Entschuldigung. Und zwar haben wir 12 Fluglinien aufgeschrieben, die dazugehörigen 12 Länder und 6 Stewardessen eingeladen. Und die Aufgabe unserer Kandidaten wird nun sein, Entschuldigung, ich verdecke Sie, dass Sie die 6 Damen der richtigen Fluglinie zuordnen. Alles klar, nicht? 12 Länder, damit 12 Fluglinien, die haben wir dort auf der Tafel, aber nur 6 Stewardessen. Herzlich willkommen unseren Damen, hier kommt die erste Stewardess. Goedenavond, dames en heren, en hartelijk welkom aan boord. Is ja völlig klar, nicht? Die Nummer 1 war das. Hier kommt die Nummer 2. Ein bisschen klatschen müssen wir auch. Hyvää iltaa, hyvät naiset ja herrat, tervetuloa lennollemme. Öri, pöri, die Nummer 2. Die Nummer 3. Guten Abend, meine Damen und Herren, herzlich willkommen an Bord. Das wird schwer. Die Nummer 4. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome on board. Hi. Die Nummer 5. Guten Abend, meine Damen und Herren. Wie uns gedämmt, herzlich willkommen an Bord. Tag. Ja, ja, tag. Und die Nummer 6. Signori, buonasera, benvenuti a bordo. Herzlichen Dank. So, jetzt, liebe Kandidaten, bitte wählen. 6 Stewardessen, 12 Fluglinien. Welche Dame gehört zu welcher Linie? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kreuzchen sehe ich da. Dieter ist sich, glaube ich, auch schon einig mit sich selbst. Einer fehlt noch. Nehmen Sie den, ist gar nicht so schlecht. Sie haben auch 6. Herr Wellendi, Sie werden gebeten, Ihre Kolleginnen jetzt vorzustellen. Gerne. So, dann rate ich jetzt und stelle vor die Stewardessen der Fluggesellschaften KLM. Finnair. Deutsche Lufthansa. 60 Jahre Lufthansa, sieht man gar nicht. British Airways. Scandinavian Airlines und Alitalia. Und wir bedanken uns bei diesen bezaubernden Flugbegleiterinnen, so heißt sie ja offiziell, und wünschen euch immer eine ganz sanfte Hand beim Führen der Passagiere. Herzlichen Dank, dass Sie hier waren. Dankeschön. Applaus